Hey, aus der Steiermark hier in Österreich. Analoge Fotografie, braucht man das noch? Macht das überhaupt noch Sinn heutzutage? Ich nehme das hier digital auf, Kamera ist super klein. Ich kann es im Prinzip direkt live mit euch teilen. Was sind die Vor-, was sind die Nachteile? Warum fotografiere ich noch gerne, immer noch gerne mit analogen Kameras? Ja, darum soll es hier heute gehen. Hallo liebe YouTube-Freunde, heute soll es um die analoge Fotografie gehen. Ihr habt vielleicht mein letztes Video gesehen, da habe ich euch ja ein paar analoge Leica M's vorgestellt, unter anderem dieses Schätzchen hier. Tolle Kameras und alles. Natürlich stellt sich die Frage außerhalb der Schönheit dieser Kameras, warum man überhaupt noch analog fotografieren sollte, oder? Mehr, warum ich analog fotografiere tatsächlich. Ich meine, ich zeige es dir ja, ich habe die Leica FP zurzeit, mit der mache ich eine ganze Menge. Dann habe ich auch noch eine Sony Alpha 7 Mark III, keine Ahnung, ich glaube schon, Mark III, ja. Zu Hause natürlich noch meine Leica M10. Also an Kamera sollte es nicht fehlen, ja. Warum also analog? Ich würde sagen, für mich persönlich, der Hauptgrund ist einfach, weil es Spaß macht. Es ist wirklich spaßig, also dann in dieses Ritual, ja, den Film einzulegen, dann dieses Aufspannen, Vorspannen will ich jetzt nicht machen, hier ist ein Film drin, ja. Es geht jetzt auch gar nicht um Leica M oder nicht, es gibt ganz viele tolle analoge Kameras außerhalb des Leica M-Systems, alte, die, mit denen man auch dieses Ritual halt leben kann. Das ist einfach schön. Außerhalb dieses Rituals habe ich für mich festgestellt, dass ich mir bei den Bildern mit einer analogen Kamera, also wenn ich auf Film fotografiere, irgendwie ja, mehr Zeit nehme, mehr überlege, das Bild bewusster komponiere. Das kann ich alles digital machen. Wie gesagt, ich soll hier nicht darum gehen zu sagen, analog ist besser, digital ist schlecht. Nicht falsch verstehen. Es geht nur darum, dass ich für mich eben feststelle, dass ich überlegter fotografiere. Und das finde ich gerade in den Zeiten, wo alles so schnelllebig ist und man ein Foto macht und eigentlich innerhalb von einer Sekunde es online mit der Welt teilen kann, das hat auch seine Vorteile, das ist auch cool, ich liebe das und ich mache das auch viel, hat es allerdings bei analog dann eben genau, ist es genau das, was so schön ist, dass man eben dieses Entschleunigte reinbekommt. Also wirklich gezwungenermaßen, ja, man macht das Foto und man kann es halt nicht sofort sehen. Man kann es auch nicht innerhalb der nächsten halben Stunde sehen, sag ich mal. Weil, selbst wenn man den Film zuknipsen würde, ja, müsste man ihn erst entwickeln, trocknen, dann die Abzüge machen oder scannen, eins und beiden. Und das schafft man nicht in einer halben Stunde. Ist einfach so. Tatsächlich, und da muss ich schon Bezug nehmen auf dieses Video, was ich letztes Mal gemacht habe über die Leica M, aber ist die Mechanik. Ja, ich habe jetzt hier leider meine Canon F1 nicht dabei. Das ist eigentlich die Kamera, weshalb ich überhaupt fotografiere. Die gehörte meinem Vater. Die gehört jetzt mir. Endlich, nach vielen Jahren hat er sie mir gegeben. Das hat mich total begeistert. Und diese Mechanik, die hast du in ganz vielen analogen Kameras. Egal von welchem Hersteller. Ja, ich habe da noch eine Canonette, die habe ich jetzt natürlich hier im Urlaub auch nicht dabei. Das ist schon ein schönes Stück Technik. Für mich, finde ich persönlich. Ich habe es vorhin schon angesprochen, die Freude auf die Ergebnisse, das ist so, Vorfreude ist die schönste Freude, ja. Das finde ich schön, das begeistert mich. Manchmal bin ich auch genervt und ich denke, oh, jetzt will ich es aber gerne sehen. Aber umso schöner ist es dann, wenn man vielleicht ein paar Tage später oder auch mal eine Woche, ja. Ich habe neulich einen Film entwickelt, den habe ich vor, ich glaube, 2 Monaten angefangen. Und jetzt habe ich ihn zur Entwicklung gebracht und habe die Ergebnisse gesehen und fand die voll cool, habe mich voll gefreut. Das war eine schöne Erinnerung. Das ist das eine. Und was natürlich echt cool ist, es gibt viele sehr gute analoge Kameras mittlerweile für ein Appel und ein Ei zu kaufen. Leica M gehört leider nicht dazu, muss ich sagen. Die sind teilweise im Preis echt gestiegen. Ist genial, ist toll, haben auf jeden Fall, sind auf jeden Fall besondere Kameras, weil man muss es einfach sagen, ich habe zum Beispiel eine Canonette von Mats, danke Mats an dieser Stelle.
bekommen, die ist auch cool, macht auch schöne Bilder, sehr gute Optik. Allerdings der Messsucher ist einfach, es ist einfach ein Unterschied. Ja? Die Leica M's haben einfach einen genialen Messsucher, der wirklich wie heute mit einer M10 drin ist. Und das macht natürlich das Fotografieren und das Arbeiten insgesamt damit schon einfacher. So viel dazu. Aber allgemein, es gibt ganz viele tolle Kameras, die wirklich für ganz wenig kleines Geld zu bekommen sind. Und da kann man einen sehr günstigen Einstieg in die analoge Fotografie finden. Apropos günstig, da komme ich natürlich zu einem Negativpunkt. Das muss man wahrscheinlich immer alles sehr eher in Relation sehen. Wirklich günstig ist die analoge Fotografie nicht. Zum einen muss man die Filme kaufen, die sind teilweise echt teuer. Also gerade die guten, hochwertigen Filme, wie zum Beispiel der Kodak Portra 400, den mag ich ganz gerne. Fotografieren viele Fotografen, viele Analogis fotografieren damit, aber ja, man kann auch abgelaufene oder Kodak Gold 200, der ist relativ für kleines Geld zu bekommen. Aber insgesamt muss man halt immer 36 Aufnahmen, also ich glaube Minimum, die günstigsten Filme 2 Euro, 2,50, 3 Euro, bis hin zu nach oben. Der CineStill ist, glaube ich, derzeit so mit der teuerste. Ich weiß es gar nicht, CineStill 800, das ist ein sehr besonderer Film, kostet irgendwie 15 Euro, haben sie angehoben. Das sind schon Kosten. Ja, dann ist ja noch damit alles nichts getan. Da muss man auch noch die Entwicklung bezahlen. Ja? Und dann gegebenenfalls, je nachdem, was man will, ob man Abzüge haben will oder eben Scans, muss man ja auch noch bezahlen. Ja? Und dann ist ja dann noch der Zeitfaktor. So schön es ist, dieses Entschleunigte zu haben, muss man einfach ganz klar sagen, braucht die analoge Fotografie mehr Zeit. Ich hatte es vorhin erwähnt. Man muss den Film belichten, gut, fotografieren. Dann muss man ihn entwickeln, man muss warten, man muss auf die Ergebnisse warten. Gegebenenfalls entwickelt man selber. Auch das macht Spaß tatsächlich, gehört mit zum Handwerk, würde den ganzen Prozess dann einfach nochmal komplett machen. Allerdings braucht man dazu natürlich auch die Räumlichkeiten und eben auch die Zeit. Ja? Auch wenn man selber scannt zum Beispiel oder selber nachher die Papierabzüge erstellt, da braucht man auch Raum. Das sind alles Punkte, die, wenn man das alles hat, wenn man praktisch vielleicht einen Keller hat im Haus unten, ja, wo man ein Labor sich einrichten kann, dann ist es eine super schöne und wirklich auch fast schon meditative Arbeit, muss man wirklich sagen. Mir hat es Spaß gemacht. Ich habe es zu Hause in unserer Mietwohnung gemacht, im Badezimmer. Kam nicht so gut an bei dem Rest der Familie, wenn ich das Badezimmer für mehrere Stunden blockiert habe. Aber es geht. Ja, die Frage ist immer, will man sich das antun oder will man sich das nicht antun? Was da mit reinspielt, ist natürlich, gute Labore zu finden. Das ist wirklich nicht so einfach, weil einfach die analoge Fotografie immer mehr zurückgegangen ist und dementsprechend viele gute Fotolabore aus Kostengründen einfach schließen mussten. Es ist einfach so. Ja. Und das ist schon schwer. Ich bin als Berliner, der in Berlin lebt, sehr verwöhnt, muss ich sagen. Es gibt viele gute Labore und da rede ich jetzt nicht von DM und diesen Discounter, die würde ich jetzt persönlich... Ja, ich möchte da keine Wertung reinbringen, aber ich gebe da meine Filme nicht so gerne hin. Da bin ich als Berliner wirklich verwöhnt. Ich habe gute Labore. Zum einen, was ich wirklich sehr empfehlen kann allen Berlinern, ist Safelight. Safelight Berlin. Die sind wirklich toll. Sind auch sehr fair in den Preisen. Und ich habe da jetzt die letzten paar Filme, also Testfilme gegeben und ich war echt zufrieden mit. Sowohl mit der Entwicklung als auch mit den Scan-Ergebnissen. Ein weiterer Punkt, der eventuell negativ sein kann für den einen oder anderen, ist die Lernkurve. Die Lernkurve ist sehr flach, weil man muss erstmal den Film belichten, dann muss man ihn entwickeln und dann muss man sich die Ergebnisse angucken. Und in ganz vielen Fällen weiß man gar nicht mehr, was man da eingestellt hat. Und dementsprechend ist es halt einfach zeitaufwendiger, dort schneller oder besser zu besseren Ergebnissen zu kommen. Ja, was bleibt? Am Ende ist das Resümee für mich in meinen Augen recht einfach. Digitale Fotografie versus analoge Fotografie sind für mich Äpfel und Birnen. Für Jobs oder bestimmte Sachen macht es natürlich keinen Sinn, analog zu fotografieren, in meinen Augen zumindest. Aber für den Spaßfaktor und für diese besonderen Bilder, weil ich muss sagen, ich habe ganz viele analoge Fotos, die ich einfach besonders finde. Ich würde sie vielleicht, wenn an jemand anders sie gemacht hätte und sie mir zeigen würde, nicht als solche erkennen. Aber ich finde, sie haben sowas Besonderes,
wo ich dir glaube, in der Post bekommt man das nicht hin. Und ich mag diese Ergebnisse, ich mag dieses Ritual, ich mag das Ganze drumherum und ich mag diese Vorfreude. Es ist so eine kindliche Vorfreude, die ich mir in dem Fall dann einfach auch leisten will. Und solange es geht, mein Gott, was soll's. Ich würde, kann jedem nur empfehlen, mal so ein oder zwei Filme durchzuziehen. Holt euch nicht gleich die beste Kamera. Nehmt eine einfache Kamera, vielleicht liegt sogar noch eine im Schrank, so eine Schnippschnapp, tut's da auch. Und dann macht mal, entwickelt die mal. Ich kann mir vorstellen, dass viele von euch das echt ganz cool finden. Ich bleibe der analogen Fotografie auf jeden Fall treu. Wie gesagt, ich habe ja jetzt auch genug Leica M's hier, die ich so lange bespielen kann, bis Alex Görlitz sagt, komm Junge, reicht, schick zurück. Ja, aber auch dann habe ich andere Analoge wie die F1 und die Canonette. Und ich liebe das, mir macht das extrem viel Spaß und ich kann es jedem von euch nur empfehlen. Ja, für mich bleibt jetzt eigentlich nur noch, mich um den hier zu kümmern. Und gebt uns gerne einen Daumen nach oben, abonniert uns, aktiviert die Glocke, hilft uns, euch weiterhin schöne Sachen zu bereiten. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Danke fürs Einschalten. Bis denn. Tschüss.